Akku war leer, Akku getauscht, es geht weiter im Gespräch. Ja. Also wir waren bei dem Piloten, der das Flugzeug nicht fliegen wollte. Ja, AWACS. Ich bin der Meinung, dass prinzipiell die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes richtig war. Ja, denn das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir haben nun mal diesen Vorbehalt, den Gewissensvorbehalt, und dem kann die Bundeswehr so lange nachgeben, solange sie einen Ersatz hat. Ja? Ah, okay. So. Und hat gesagt, da 4 Piloten auf Wache waren, ja, und man problemlos sofort den nächsten geschickt hat, ja, hat gesagt, ein ernsthaftes Problem würde das dann, wenn er der Einzige ist und es unabdingbar ist und der jetzt Nein sagt, da waren sie der Meinung, dass dann die Bundeswehr auch sagen könnte, das musst du jetzt, und dein Gewissen diskutierst dann hinterher aus. Ja, so, formal bin ich damit einfach. Trotzdem hat das natürlich das Signal, das gesendet wurde, hat verstärkt, wofür die ganze Bundeswehr steht, ja, dass wir am Ende nicht in den Krieg ziehen können, weil irgendeiner es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, mit einem Mercedes statt mit einem, oder mit einem Diesel zu fahren, statt mit einem Elektrowagen, ja, oder darauf besteht, dass wir einen Elektropanzer haben, oder ich weiß, ja, okay. So. Und das, ich sage, dafür steht eben die Bundeswehr. Wir müssen ja nicht so rumbrüllen wie die Amerikaner, oft in, zumindest in den Hollywood-Filmen. Wir sind die ja. Besten der Besten. Nein, ich meine auch, wo die Rekruten anschreien und mies machen und so. Ja. Wenn man AFN hört, dann hört man permanent den Spruch, wir sind die Besten der Besten. Ja. So. Aber also die Bundeswehr, das ist schon einigermaßen, das ist einigermaßen, wir hatten vor kurzem einen Artikel in der Zeitung, wo einer das an Frau von der Leyen dann noch aufgezogen hat, was sie im Moment alles macht, ja, und gesagt hat, es hat ja nun wirklich keiner was dagegen, dass also eine schwangere Soldatin irgendwie gut versorgt ist, ja. Nur nichts davon wird uns im Ernstfall verteidigen. Okay. Ja, nichts davon hat irgendetwas genuin mit der Bundeswehr zu tun. Es könnte irgendein anderer Laden sein, der für irgendetwas zuständig ist. Ja, war sehr interessant, der Chef der Polizeigewerkschaft oder Stellvertreter hat gestern gesagt, er ist der Meinung, dass also bei der Bereitschaftspolizei, bei der Streifenpolizei kann es sinnvoll sein, halbe Mann und Frau zu sein, aber bei der Bereitschaftspolizei wäre ab einem Drittel wirklich der Ofen aus. Ja? Mhm. Weil wenn es zu brutaler Gewalt kommt, Hooligans, ja, am Ende eigentlich nur die Männer einsetzbar sind. Und die Frauen muss man dann eine Reihe zurück und da gibt es viel zu koordinieren und zu funken und was weiß ich. Ja? Er sagt aber, wenn er also eine halbe Truppe hat, hat er nicht genügend starke Leute, die Hooligans festhalten können. Jetzt ist die Empörung groß und das ist typisch deutsch. Mhm. Ja, das ist typisch deutsch, jetzt zu sagen, wir diskutieren den Grundsatz der Gleichberechtigung an dieser Stelle, ja, anstatt zu sagen, okay, wenn das der Erfahrungswert ist, ja, und wenn wir jetzt sagen, wir wollen aber unbedingt genauso viele Polizisten wie andere, dann müssen wir halt irgendwo anders mehr Frauen als Männer haben. Das wäre eigentlich die Konsequenz. Mhm. Ja? Aber typisch deutsch ist, es darf nicht, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Ja? Das darf schlicht und einfach nicht sein. Das ist natürlich einfach Fakt. So, jetzt muss ich natürlich wieder ganz korrekt sein. Statistisch gesehen kann es natürlich sein, dass eine Frau, eine Polizistin, stärker ist als ein Polizist. Wenn sie Hammerwerferin ist, ja, und bei der Olympiade mitmacht. Ja, und sie ist 1,90 Meter und er ist 1,62 Meter und so weiter und so weiter. Das ist natürlich ein Durchschnittswert. Ja? Aber das ist eben dann typisch deutsch, nicht zu sagen, wenn da eine Hunderterschaft in Köln zum Einsatz kommt, ist die einzige Frage, die interessiert, können die sich durchsetzen? Das ist eine rein praktische Frage. Ja, so. Sondern dann wird also werden alle Probleme dieser Welt werden, müssen halt gleichzeitig mitgelöst werden. Ja. Ganz kurz, woher kommt aber diese Mentalität? Was ist denn das? Warum denkt man so, wie Sie es gerade beschrieben haben? Was steckt dahinter? Woher kommt das? Natürlich ist das eine Erziehungsfrage? Ist das jetzt die Generation der wie hieß das früher, die da frei erzogen wurde? Ich habe es den Begriff, kommt mir gerade nicht in den Sinn. Ja, 68er. 68er, anti-autoritär, wollte ich gerade. Ist das dieses anti-autoritäre
die ist da. Diese, also das ist natürlich, sind jetzt 30, das ist natürlich eine sehr weite Frage über mein eigenes Volk. Ja. Ja. Es hat natürlich was mit dem Dritten Reich zu tun und dem gebrochenen Verhältnis zu sich selbst. Okay. Ja? Mhm. Dass man also sich schwer tut zu sagen, wir sind die Besten. Ja? Okay. Das bezieht sich auf die ganze EU. Die EU ist der größte Laden der Welt, der nichts von sich hält. Ja? Also das heißt zu Deutsch, der normale EU-Bürger ist sich nicht im Klaren, dass noch die EU der größte Wirtschaftsfaktor der Welt ist. Ja, alles zusammengenommen. Ein Riesen, ja, ist sich nicht im Klaren darüber und so weiter. Ja. Das, sondern Leute empfinden das als einen laschen Haufen, der und ja. Und das war uns auch irgendwie. Die Leute können einfach nicht dazu stehen, dass der Umstand, dass wir wirtschaftlich so gut dastehen, kein Zufall ist. Ja, sondern auf bestimmte Stärken zurückzugehen hat. Unter anderem zum Beispiel, dass Mutti so lange regiert. Ja, ich nehme jetzt, sag jetzt mal ironisch. Ja, ja, okay. So, das ist eine Stärke des deutschen Volkes, dass wir den Adenauer so lange gehabt haben, dass wir den Kohl so lange gehabt haben und das interessiert überhaupt nicht, ob Kohl ein besonders guter Kanzler war. Sondern der pure Fakt, dass er so lange dran war, hat eine ungeheure Stabilität zur Folge. Gegenüber Italien oder solchen Ländern, wo die also im Halbjahrtakt ihre Regierung auswechseln. Da kann ein Land nicht stabiler werden. Ja? Okay. Und wenn jetzt Frau Merkel abgewählt würde und jemand anders legt die nächste 16er oder 12er Runde hin, würde damit die Stabilität nicht kaputt gehen. Ich sage nicht, also das kann nur die Frau Merkel, aber trotzdem ist das typisch deutsch, dass wir eine solche Stabilität da drin haben, die sich dann auch in der Wirtschaft niederlegt. Und das können wir nicht, das können wir nicht akzeptieren, also können wir nicht zustehen. Das Zweite dann, ist aber, das hat etwas mit unseren Stärken und den Schwächen zu tun. Mhm. Wir sind das Volk, wie man so schön sagt, der Dichter und Denker. Also der Dichter und Denker. Ich habe mich bemüht, ja. Aber es ist sind keine Gedichte drin. Nein, ein Dichter. Also Goethe hat ja auch nicht nur Gedichte geschrieben. Darf ich mal ganz uneigennützig das in die Kamera halten? Ja. Da hinschaut der geheime Koma-Code, habe ich selbst verfasst. Ja, und das hat etwas damit, und wir sind immer irgendwie, Deutsche sind immer irgendwie Philosophen. Oder anders gesagt, wir müssen immer das Grundsätzlichste aller grundsätzlichen Probleme lösen. Mhm. Wir können letztendlich nicht pragmatisch sagen, so machen wir das. Okay. Ja, sondern das ist eben so, also wenn wir jetzt sagen, das ist ein sicheres Herkunftsland, kommt sofort jemand, ja, aber grundsätzlich könnte es ja sein, dass davon einer dies und jenes und solches ist und jetzt wird er zurückgeschickt, obwohl doch der. Anstatt dann zu sagen, also wir sollten bestimmte Ausnahmetatbestände oder ich weiß nicht irgendwas, ja. So, ein ganz banales Beispiel. Ein Land nach dem anderen führt zur Bekämpfung der Prostitution die Bestrafung der Freier ein. Mhm. Und der Effekt ist, dass nicht nur die Zahl die Prostitution runtergeht, sondern insbesondere der Menschenhandel. Ja, so. Und prinzipiell hat es ja irgendwie einen Charme, mal die Männer zu bestrafen und nicht die Frauen. Mhm. Ja? Natürlich eine so richtig durchdachte philosophische Begründung gibt es dafür nicht. Ja? Warum die Frauen das machen dürfen, die werden ja nicht bestraft, sondern nur die Kunden. Ja, weil die Logik wird natürlich gebieten, also wenn der Kunde bestraft wird dafür, dass er das kauft, ist das Produkt illegal. Ja, also muss man auch das Produkt bekämpfen. Ja, die skandinavischen Länder, Israel hat das eingeführt, Frankreich hat es jetzt eingeführt, ja, die Niederlande sind gerade dabei. Rein pragmatisch sagen sie, erfahrungswert ist, das ist die Methode, wie man zwar nicht Menschenhandel für sexuelle Ausbeutung ganz abgeschafft bekommt, aber wo man doch einen erheblichen Teil runterbringt. Ja? Okay, aber jetzt kommt die Diskussion zu uns und dann wird eine ganz grundsätzlich philosophische Diskussion daraus, was man darf und was man nicht darf und dass das dann ja ungerecht ist, wenn die Männer bestraft werden und die Frauen nicht und was eben. Das Endergebnis ist, dass man lieber alles erlaubt hat. Okay. Ja? Letzte Frage, bevor der Akku wieder ausgeht. Und deswegen mal ganz banal gesagt, wir sind die Philosophen schlechthin und deswegen haben wir der Welt jede Spinnerei gegeben. Mhm. Nationalsozialismus, Kommunismus, ich weiß nicht, was haben wir alles an Zeug in die Welt gepustet. Sehr unangenehme Sachen. Ja. Ja? Wir haben auch die meisten guten Konzepte
grundsätzlichen Prinzipien in die Welt gebracht, von Kant und ich weiß nicht wen alles, was wir da alles in die Welt gebracht haben. Und wir machen aus jedem Problem das grundsätzlichste aller grundsätzlichsten Probleme. Also unsere Parteien, da CDU, CSU, SPD, die können sich nicht ins Hinterzimmer setzen und sagen, sag mal, wie kriegen wir denn die Zahl runter? Hm. Ja? Sondern die müssen also die ideale Zahl finden, die Obergrenze und so weiter und so weiter und machen eine Grundsatzdebatte daraus. Ja? Ja. Und die Polizei sagt ja, das Grundproblem ist hier vor Ort, spielt überhaupt keine Rolle, ob wir eine Oberkrise haben oder nicht. Wir können gar nichts kontrollieren. Ja. Also wenn die jetzt ihre Obergrenze beschließen, können wir sie sowieso nicht umsetzen. Und das beantwortet auch Seehofer nicht, wie er das machen will. So, dann sagt die AfD, wir schießen dreimal in die Luft und sagen, beim vierten Mal schießen wir direkt. Ja? Dann sind alle ganz entsetzt. Ja, schockiert. Aber wie Seehofer es denn stattdessen machen will, sagt er nicht. So, jetzt. Denn er will ja angeblich nicht in die Luft schießen. Ja? Ja. So, aber jetzt lassen wir Seehofer sein, bevor der Akku wieder ausgeht. Letzte Frage, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Sie sind Bischof. Ja. Und zwar in Brasilien. Und Sie waren schon wie oft beim Papst zu einer Audienz? 39 Mal. 39 Mal beim Papst. Sie haben, das ist eine Verschwörung wert. Nein, indem ich es offen erzähle, ist es jetzt. Es ist eine entlarvte Verschwörung. Nein. Sie sind Bischof, Sie sind in Brasilien, Sie waren 39 Mal beim Papst im Vatikan. Sie kennen auch die Leibwächter des Papstes. Sie sollen da jetzt hier nicht irgendwelche Dinge offenbaren, die Sie nicht offenbaren sollen und dürfen. Einfach zum Abschluss, Papst, der gegenwärtige Papst nimmt seine eigene Sicherheit nicht wirklich ernst, oder? Also die Problematik ist, der Papst hat sich nun mal tatsächlich vorgenommen, eine Aufräumarbeit zu leisten, die vor ihm noch keiner angepackt hat. Hm. Ja? Und die Korruption, den Machtmissbrauch und so weiter im Vatikan ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die es gibt, weil sie eben so alt ist, weil die Strukturen sind, das haben wir kaum noch irgendwo. Ich meine, hunderte Jahre. Ja, und es geht um das nur mal kurz zu sagen, die älteste Organisation der Welt, die es gibt, ja, gegen die, also die zweitälteste, die es gibt, ist das britische Königshaus. Mhm. Und die ist ja richtig schlapp dagegen. Mhm. Ja? Und die haben Mühe zu beweisen, dass sie da, der Vatikan hat sein Archiv bis ins dritte Jahrhundert zurück, ist da alles kilometerweise, es sind alle Akten noch da. Ja? Mhm. Es ist die größte Organisation der Welt. Mhm. Das heißt, die einzige in Anführungsstrichen Organisation der Welt, die sich dagegen stellen könnten, wären China und Indien als Länder. Ja? Die haben wenigstens dieselbe Einwohnerzahl wie die katholische Kirche. Ob man so eine Organisation, sagen wir, dahingestellt, aber es ist also gewaltig. Ja? So. Und in dieser, da will er jetzt also nun aufräumen. Und ich bezweifle, dass er das könnte, wenn er die Sicherheitsregeln einhalten würde. Mhm. Ja, warum? Ein Beispiel, das kann man also tagtäglich, wenn wir jetzt vom Petersdom stehen würden, würden Sie das ganz sofort sehen. Mhm. Das ist also der Petersdom und rechts ist der Palast. War ich schon, ja. Ja, so. Und links ist also jetzt das Papsthotel, aber was viel wichtiger ist in dem Haus, ist die Cafeteria vom Vatikan. Ja. Und da kommt die Glaubenskongregation. Ja. Und die Finanzkongregation, und dann geht es da draußen die ganze Straße weiter. Das sind also, wir würden das die Ministerien nennen. Die sind alle schön aufgereiht. Ja. Ja, so. Aber noch in Vatikanstadt? Ja, geht aber in Rom weiter. Ah. Zieht sich dann, die Straße zieht sich weiter. Und okay. Also so viel Platz haben die im Vatikan überhaupt nicht. Da sind also die ganzen dann, die für die Religionen und für die guten Werke und die Vatikanbank und ich weiß nicht was, alles da aufgereiht. Alles links. Mhm. Ja, so. Und das war immer schön getrennt. Ja, das heißt, getroffen haben die sich gewissermaßen in der Kirche. Ja? Im Gottesdienst kamen dann die Mitarbeiter von links und der Papst aus seinem Palast von rechts. Mhm. Aber sonst hatten die nichts miteinander zu tun. Wollte jemand von links dem Papst rechts was sagen, dann musste er durch die ganze Entourage durch und als allerletztes noch am Papstsekretär vorbei. Ja, so.
Jetzt sitzen Sie auf der brisanten Information, dass irgendein Kardinal gerade eine Million durchbringen will. Mhm. Ja, wie so, kommt die darüber? Ja. Sie kommt auf jeden Fall nur, immer wenn sie rüberkommt, erfährt der Kardinal davon. Mhm. Es gibt keinen simplen Weg darüber. Mhm. Ja, so. Jetzt sagt Papst Franziskus, der Palast kann mich mal, und zieht über der Cafeteria ein. Sie sitzen auf der Information 1 Million. Ja, Sie müssen es nur noch hinkriegen, dass Sie in der Cafeteria mal kurz neben dem Papst stehen oder neben ihm sitzen. Und kein Mensch kommt auf die Idee, dass die Information von innen ist. Und die meisten Informationen zur Korruptionsbekämpfung bekommt der Papst durch solche Whistleblower, von denen keiner mehr weiß, wer sie sind. Und weil man jetzt bei diesem aktuellen Papst einfach den Zugang hat. Ja, und zwar jeder. Weil er das aber auch so möchte. Ja, ja, klar. Er macht das deswegen. Das ist einer der Ach so, das ist einer der wesentlichen Gründe. Um an Informationen zu kommen, die er sonst... Das heißt, es war jetzt auch so, also das mit den Millionen, der ist, sagen wir mal, in der 5. Riege. Ja. Der hat früher den Papst nie zu sehen bekommen, außer im Gottesdienst. Der kam gar nicht hin, obwohl er vielleicht nur ein paar 100 Meter entfernt war. Wenn er hinkam, dann mit dem Kardinal zusammen, wenn der seine Mitarbeiter mitgenommen hat. Verstehe. Ja, so. Jetzt hat der Papst nicht nur die Möglichkeit geschaffen, nah an ihn ranzukommen, ja, sondern auch, dass die 5. Ebene genauso normal mit ihm reden kann. Beim Kaffee trinken oder ja. Eine Kaffeemaschine oder so. Ja, bei irgendeiner Gelegenheit. Und der Papst fördert das auch noch so, übrigens auch wieder völlig normal. Also wenn er nicht der Papst wäre, wird das gar nicht auffallen. Das heißt, er hat einen päpstlichen Rat für die Weltreligionen. Ja, so, jetzt kriegt der Papst, also ein buddhistischer Mönch besucht den Papst. Und der Papst hat keine Ahnung vom Buddhismus. Was hat er früher gemacht? Er hat den Kardinal angerufen und gesagt, ich müsste was über Buddhismus wissen. Hat der das dem Sekretär, der das dem Untersekretär, und der hat geguckt und sagt, ja, wir haben einen Buddhisten, wir haben Spezialisten, hat den beauftragt, der soll mal was zusammenstellen. Dann hat er eine Klatte gemacht und die ging dann, also der Weg wieder nach oben. Und dann hat der Kardinal die schließlich dem Papst übergeben. Ja, so. Was passiert heute? Der arme Mann kriegt einen Anruf vom Papst und sagt, in 2 Stunden kommt Mönch so und so. Du musst mich bis dahin gebrieft haben, was ich über Buddhismus wissen will. Komm mal schnell rüber. Und jetzt muss man gucken, dieser winzige Vatikan, es ist auch albern, das nicht so zu machen. Ja, ja. Ja, die laufen ja alle nur ein paar 100 Meter, dann sind sie da. Ja. Ja? Und selbst so was Kompliziertes wie eine Regierung bei uns, würde die Frau Merkel, also wenn es jetzt um Dokument geht, ist was anderes, aber wenn die jetzt ein Besucher, die will irgend so eine Information haben. Ihre Frau zum Beispiel war ja auch Beraterin, oder ist immer noch Beraterin. Und für die Frau Merkel sucht sich die, wo sie die kriegen kann. Ja, und wenn da irgendjemand ist, der vorbeikommen kann, dann kommt der vorbei und erzählt das. Der muss ja noch nicht Ministerialdirigent oder weiß nicht, irgendwas sein. Ja. So, aber im Vatikan ist das halt vollkommen neu. Ja. Nur dadurch kommt das eben jetzt, dass es auch durchmischt wird und diese Leute auch ständig mit dem Papst zusammenkommen. Und wenn jetzt der Papst plötzlich rausgefunden hat, welcher Kardinal ein Ferrari in der Garage stehen hat, weiß keiner, woher der Papst das weiß. Verstehe. Ja? Der Preis ist aber dafür, dass er mittendrin lebt. So, und ich habe also schon ernsthafte Debatten der Leibwächter mitgehört, wo die sich fragen, ob der Papst nicht gerade dadurch sicherer ist, als wenn er im Palast leben würde. Ob das nicht gerade sein größter Schutz ist, dass er zwischen den Leuten mit drin lebt. Dadurch gibt es natürlich viel, also ich könnte ihn problemlos um die Ecke bringen, wenn ich das wollte. Ich bin so oft alleine mit ihnen in einem Raum. Also ich müsste mir Gedanken darüber machen, wie komme ich wieder weg, weil dann natürlich jeder wüsste, wer es war. Das ist das Hauptproblem. Ja, so, aber ich will sagen, also ja, aber andererseits, im Palast, siehe Johannes Paul I., wir wollen jetzt nicht auf Verschwörung zurückgehen, meines Erachtens ist der Fall nie wirklich gelöst worden. Vergiftet oder so. Ja, aber der Fall stinkt natürlich zum Himmel. Ja? Und nach irgendwelchen alten Regeln war der verbrannt, bevor überhaupt irgendeiner eine Frage stellen konnte, was denn da eigentlich passiert ist. Es hat keine Obduktion gegeben. Das war alles nur möglich, weil das da drüben im Palast ist, wo ein ganz paar Leute rum, und wenn da der Leibarzt verfügt hat, in dem Falle hatte der Leibarzt verfügt, es kommt hier keiner rein,
dann war das. Das wäre auf der anderen Seite überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, dass da, ja, und insofern weiß ich von den Leibwächtern, die sagen, er ist eigentlich in diesem Gemenge sicherer als da drüben, wo er alleine ist, ja, und außerhalb Kontrolle, ja. Okay. Aber ich kann nur sagen, er hat sich entschieden, dass wenn er diese Sicherheitsprotokolle einhalten wollte, er diese radikale Reformation der Kurie, der gesamten Geschichte da, nicht durchführen könnte. Mhm. Okay. Dass die erfordert, dass er direkten Kontakt zu normalen Leuten hat. Ja? Also jetzt erstmal im Vatikan, zu den Mitarbeitern. Und es ist erstaunlich, aber die meisten solcher Insider-Informationen kriegt nach wie vor der Papst persönlich, obwohl er da ja einen ganzen Schwung Ermittler hat, die ganze Zeit im Gange sind. Der Papst hat eigene Ermittler. Ja, ja, ja. Die wohnen neben ihm, weil bei denen ist so oft eingebrochen worden, so voll abgehört worden, die sind so oft bedroht worden, dass der Papst die in das Zimmer nebendran hat, sodass die unter demselben Schutz sind wie der Papst selber. Ja. Okay. Und dreimal sind also die Ermittlungsakten verschwunden und es gab kein Doppel. Also sie haben die Computer auch gleich mitgenommen und die mussten wieder von vorne anfangen. Ja. Okay. Und das sind ja irgendwelche Betroffenen. Kardinäle, Erzbischöfe, Prälaten, wer auch immer. Ja. Irgendjemand, der Interesse daran hat, dass diese Akten verschwinden. Ja, ja, Professor Thomas Schirmacher, vielen Dank. Wir haben einen weiten Bogen gespannt von den, wo haben wir angefangen? Von Freimaurern. Den Freimaurern über die Bundeswehr, über die FBI, CIA, Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, MAD, sind beim Papst gelandet. Sie waren dort 39 Mal, haben auch ein Buch veröffentlicht, Tee beim Papst oder wie? Kaffeepausen. Kaffeepausen, wo haben Sie es denn? Ja. Kaffeepausen. Ja. Kaffeepausen beim Papst, ganz neu herausgekommen. Lohnt sich zu lesen. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Danke für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Ja. Ich bin Michael Lutz, war hier bei Herrn Professor Thomas Schirmacher, der heute Morgen übrigens aus New York angereist ist, bis seitdem noch nicht geschlafen hat. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Top Secret Box.